Hallo zusammen. Für das Zopo ZP700 steht seit Juli 2014 ein Update bereit. Es ist ein offizielles Update von der Zopo mobile Webseite. Es ist das Android 4.4 KitKat. Ich zeige euch heute, wie ihr dieses Betriebssystem auf eurem Smartphone installiert. Wenn ihr über die Seite hier von Android Hilfe geht, wo ich auch die Anleitung her habe. Das seht ihr als erstes, dass ihr einen USB-Treiber benötigt für euren PC. Diesen MediaTek USB-Treiber könnt ihr auf der Seite von Android Hilfe downloaden. Was jetzt hier blau markiert ist, auf diesen Link klickt ihr und bekommt dann diesen USB-Treiber auf euren PC. Im Anschluss müsst ihr ihn installieren. Bis Windows 7 müsste es problemlos gehen, bei Windows 8 muss die Treibersignierung abgeschaltet werden. Des Weiteren benötigt ihr dieses SP Flash Tool und natürlich das Android KitKat. Hier seht ihr jetzt eine Webseite, wo ihr das Flash-Tool downloaden könnt. Die neueste Version am besten. Einfach auf Herunterladen klicken. Ich habe den Firefox, er beginnt jetzt dieses Flash-Tool downzuladen. Wenn ihr damit fertig seid, braucht ihr natürlich das Android 4.4 KitKat. Auf der Webseite von Zopo Mobile ist der Download-Link leider im Moment defekt. Da habe ich es her. Es gibt aber auch noch zwei andere Seiten, wo ich die Firmware gefunden habe. Und zwar ist das jetzt diese hier von PanBaidu. Ich klicke dann oben neben dem kleinen blauen Kästchen auf das weiße. Das aktiviert den Download. Dann das aufpoppende Feld, da klickt ihr wieder auf das Weiße. Und dann geht eigentlich der Download gleich los. Bei mir wird jetzt hier noch eine PIN-Abfrage gestartet. Das ist, weil ich schon öfters draufgeklickt habe, aber das wird bei euch wohl nicht der Fall sein. Die Version, die jetzt hier auf der Seite zu sehen ist, ist die vom 9.07.2014. Es gibt da noch eine vom 21.07., eine neuere, aber die datet euer Handy dann automatisch ab, wenn ihr diese hier installiert habt. Wie ihr sehen könnt, muss ich jetzt diesen Code nochmals eingeben. Aha, jetzt funktioniert's. Ich speichere dann halt ab jetzt hier. Das ganz normale Fenster von Firefox ist aufgegangen zum Download. Ja, und jetzt hier noch eine andere Seite. Das ist eine polnische. Android.pl. Dort ist auch eine Anleitung. Und hier sind drei Download-Links zu den Betriebssystemen, zu Android KitKat und Jelly Bean.
Ihr könnt euch also aussuchen, nehmt ihr es von dieser polnischen Seite oder nehmt ihr es von dieser chinesischen. Ich zeige euch dann gleich im Anschluss noch die Seite, wo ich es damals runtergeladen habe, aber im Moment geht die leider nicht, aber ihr könnt ja mal versuchen, ob sie wieder online ist. Ach ja, und hier ist jetzt diese Zopo-Seite, wo die Firmware von dem ZP700 aber und auch noch von drei anderen Zopo-Modellen zum Download angeboten wird. Das, was ich eben sagte, wo der Download-Link leider nicht funktioniert. Ich wollte euch die Seite aber nicht vorenthalten, weil sie ging ja bis vor kurzem noch. Hier bei Foreshared musste man dann die Firmware downloaden. Klickte hier oben auf More und dann da bei Tag, da gab es einen kleinen Link. Und wie ihr jetzt sehen könnt, geht es hier jetzt nicht weiter. Das ist jetzt nur mal so zur Info, wenn ihr euch die Seite einmal anschauen möchtet. Ihr geht nun in euren Download-Ordner, entpackt dort die ZIP-Dateien. In diesen ZIP-Dateien befinden sich die Ordner der Firmware, des Flash-Tools, des USB-Treibers. Ich installiere jetzt zuerst den USB-Treiber, damit das Smartphone erkannt wird. Nachdem ich den USB-Treiber installiert habe, wechsle ich zu dem Flash-Tool. In den Dateien des Flash-Tools klicke ich auf die Excel-Datei, um das Tool zu starten. Jetzt erscheint hier der Bildschirm des Flash-Tools. Der weiße Kasten in der Mitte, der ist eigentlich leer. Die Dateien, die ihr da seht, die habe ich schon geladen. Ihr müsst über eigene Dateien die Scatter-Datei auswählen in eurem Download-Ordner, in dem Ordner der Firmware. Diese öffnen und dann erscheinen im Flash-Tool die Dateien, die später aufs Handy geladen werden. Ihr klickt im Flash-Tool auf Download, dann schließt ihr euer Handy per USB-Kabel am PC an. Das Handy muss natürlich ausgeschaltet sein. Sobald das Handy mit dem PC verbunden ist, beginnt es, die Firmware zu laden. Wenn die Firmware geladen ist, erscheint ein grüner Kreis mit einem Haken. Der gelbe Balken unten ist voll, bei 100%. Und die Firmware ist auf eurem Handy übertragen worden. Wenn dies soweit ist, es muss auf jeden Fall der grüne Haken zu sehen sein, könnt ihr euer Handy vom PC trennen, es starten. Und wie ihr sehen könnt, es bootet gleich. Das Handy hat jetzt gebootet und jetzt erscheint hier der Startbildschirm mit der Abfrage der PIN für die SIM-Karte. Und so sieht es jetzt aus. Ich entsperre einmal. SIM-Karte wurde gewechselt, steht jetzt hier. Willkommen, Gerät personalisieren. Weitere Bildschirm-Apps und Ordner erstellen steht hier. Okay. Arbeitsbereich organisieren, Hintergrund berühren und halten, um Hintergrund, Widgets und Einstellungen zu verwalten. Das ist halt so eine kleine Anleitung jetzt. Oben bei den beiden SIM-Karten steht sogar dabei, die eine ist 3G, die andere im G-Modus.
So sehen jetzt die neuen Symbole aus. Für Anrufen der grüne Hörer. Etwas bunter gehalten wie vorher. Kontakte. Hier in der Mitte komme ich zu den Apps. Jetzt hier daneben. Für SMS und MMS die Einstellungen. Ja, das war jetzt so der erste Eindruck von dem KitKat. Es läuft hier auf dem Handy ganz gut. Das Update ging auch ziemlich schnell. Ich habe es mir komplizierter vorgestellt. Es war eigentlich relativ simpel. Ich schaue jetzt mal, ob alle Funktionen funktionieren. Übertrage wieder meine eigenen Dateien aufs Handy. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Installieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.